zu einem weiteren Hohenstädter Sommergespräch. Heute Abend mit unserem Bezirksvorsteher aus Simmering, Pauli Stadler. Bravo! Recht herzlich begrüßen möchte ich auch meine Kollegen aus dem Landtag, den Dr. Alfred Wansch. Den Manfred Hofbauer aus Simmering. Und den Damiano Damjanovic aus Simmering. Ja, die Bezirksvorsteherin, Stellvertreterin aus Simmering, die Kathi Kramer, ist auch da. Herzlich willkommen. Und für alle verschiedenen Bezirksräte unseren Clubobmann, den Diplom-Ingenieur Andreas Borak. Unsere Stellvertreterin, die Steffi Graf. Lieber Pauli, du bist unser erster Bezirksvorsteher, den wir haben und seit jetzt fast 5 Jahren im Amt. Und jetzt würde uns natürlich interessieren, wie funktioniert die Zusammenarbeit in deinem Bezirk, vor allem mit den Behörden, so im Allgemeinen oder speziell und den Magistratsabteilungen in Wien und vor allem auch mit den anderen Fraktionen in Simmering. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Freunde, erstens einmal ein Dankeschön, dass ich heute hier darf in Donnerstadt bei den Sommergesprächen sein. Es ist mir eine persönliche Ehre. Mich freut es auch, dass so viele Simmeringer dieser Einladung gefolgt sind. Ich bin ganz stolz auf euch. Gell? Darum werden wir auch wieder Bezirksvorsteher in Simmering. Und das zeichnet uns aus, dass wir ein starkes, sehr gutes Team sind. Ja, wie hat sich das am Anfang abgespielt? Es war natürlich nicht schön. Weil am Anfang war es auch so, dass die natürlich gewohnt waren, nach 17 Jahren Alleinherrschaft der Sozialdemokratischen Partei, wann da was gemacht worden ist, ist immer zurückgefragt worden und dann wurden die Entscheidungen getroffen. Und jetzt sitzt auf einmal ein Blauer dort, der dann sagt, so, ich will das und das wissen und jetzt haben sie aber nicht zurückrufen können, weil jetzt dann müssten sie mir direkt eine Antwort geben. Und mit den Magistraten hat sich das innerhalb kürzester Zeit sehr geändert zu einem positiven. Also die haben dann mitgekriegt, okay, der Staat ist relevant, da machen wir was, das geht und das funktioniert. Etwas anders war es mit den politischen Gegnern oder, wenn man sagt, mit der Stadtregierung, weil Teil wir zu mitbekommen haben, wir wurden immer elegant ausgeladen. Das heißt, wir sind gar nicht eingeladen worden. Und da waren Simmering schon große Veranstaltungen, zum Beispiel wie Smart Together, Spatenstich in der Schule. Und am nächsten Tag lese ich in der Zeitung, dort anwesend, der rote Stellvertreter, der rote Gemeinderat, die Stadträtin, was weiß ich noch alles. Nur der Bezirksvorsteher war nicht dabei. Dann haben wir das erste Mal gedacht, gut, das könnte ja wirklich vergessen worden sein. Wir werden schauen, wie das ist. Haben dort eine Beschwerde eingelegt. Ja, das ist wirklich übersehen worden, wie auch immer. Einmal kann man ja verzeihen, aber dann kam gleich die zweite drauf. Dann kam die Geschichte mit den Läufern, mit der Straßenbahn und mit dem Sechser. Dann haben wir erfahren aus den Medien, die dann angerufen haben und gesagt, Schatter, bist du eh dabei? Sag ich, bei was? Ja, die Simmer macht eine Vorführung der Elferlinie in Simmering. Es ist wieder die komplette rote Kilte geladen, aber der Bezirksvorsteher war wieder nicht eingeladen. Wir haben aber zu uns gekriegt und ich konnte an diesem Tag überhaupt nicht. Da haben wir dann unsere Kathi Kramer, ich glaube Hofbauer war dabei, wir haben dann trotzdem Leute dorthin geschickt, die wussten nicht, was sie mit uns jetzt auf einmal anfangen sollten, weil wir dort vor Ort waren, wir waren präsent. Ne? Und das Letzte, was jetzt passiert ist, das war, wenn ihr es in der Zeitung gelesen habt oder gesehen habt, es wurde ein neuer Silberpfeil übergeben, der erste, was ist. Und wer war dort bei der Übergabe? Mein Stellvertreter Steinhardt, die Simmer, der Ludwig, der Kaske, also die ganze rote Partie und der Bezirksvorsteher, wobei das in einen Simmeringer Betrieb gebaut wurde, wurde wieder nicht dazu eingeladen. Ich muss jetzt das nächste Mal, wir haben schon ein paar Leute gefragt, ob der Steinhardt offiziell, als mich als Vertretung dort war oder so irgendwas, er war weder offiziell noch sonst irgendwas, sondern da sieht man die Fairness der Sozialdemokratie, wie sie arbeiten, wie sie wirken, wie sie funktionieren nämlich überhaupt nicht.
Sie haben ein großes Problem in Simmering. Sie wollen natürlich Simmering zurückgewinnen. Und ich kann Ihnen eins versprechen, das wird Ihnen nicht gelingen. Sie haben 70 Jahre... Sie haben 70 Jahre die absolute Mehrheit im Bezirk gehabt. Sie haben sich müssen nie darum kümmern, was in der Bevölkerung ungemacht war oder wo irgendwas war, weil, und das kann ich laut sagen, das stimmt so, ein Nationalratsabgeordneter von den Roten hat zu mir gesagt, Stadler, ich weiß, was für die Simmeringer Bevölkerung gut ist. Ja? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, da hat es mir das erste Mal zusammengerauft, weil ich traue mir das nicht sagen, dass ich weiß, was für die Bevölkerung gut ist. Man muss einmal in die Bevölkerung hineinhören, was es dort für Probleme gibt und dann den Wählerwunsch der Bevölkerung umsetzen. Aber nicht von Haus aus sagen, ja, das haben sie aber sagen können. 70 Jahre lang absolute Alleinherrschaft. Sie haben sich an niemanden müssen wenden, dass sie was kriegen oder nicht kriegen. Aber das ist jetzt weg. Und das war für Sie schon, wie Sie sagen, bei den Wahlen eine Schocktherapie momentan, weil die sind die ersten zwei Monate überhaupt paralysiert gewesen, die wussten überhaupt nicht, was tun sollen, wie auch immer. Wir waren natürlich auch in einem, ich will nicht sagen Schockzustand, sondern ich musste innerhalb von 14 Tagen ein Bezirksbudget erstellen. Und wenn jetzt jeder sagt, na gut, du warst den 19 Jahre Stellvertreter, dann glaubt ihr, die haben uns in den 19 Jahren einziges Mal in die Akten reinschauen lassen oder irgendwas machen. Wir sind dort hingekommen und haben dann müssen auf schnellster Weise ein Budget erstellen, haben müssen schauen, dass wir den ganzen verfahrenen Karrens, den es da gegeben hat, schauen, dass das alles funktioniert, dass das ins Laufen anfängt. Und dann nur so als Beispiel. Wir haben den Bezirk übernommen und haben in den ersten zwei Jahren, sofort 5 Millionen zusätzliche Schuldenbildung gemacht. Ohne dass im Bezirk irgendetwas schiefgegangen ist oder ohne dass wir nicht ein Projekt angegriffen haben, das dann nicht funktioniert hätte. Meine, das muss man sich vorstellen. Innerhalb von 2 Jahren haben wir Freiheitlichen es geschafft, dass die Bezirksschulden um 5 Millionen zu senken. Und das ist schon eine starke, und da haben die anderen natürlich nicht gewusst, was ist los. Aber ich kann Ihnen das erklären, das ist ganz einfach. Wenn Sie heute bei den Magistraten jetzt nimmer mehr, seit wir jetzt der 5-Jahr Bezirksvorsteher sind, ist das Thema überhaupt nicht mehr obsolet. War also so, es haben die Magistrate für eine Schulerneuerung einen Kreditrahmen veranschlagt von 3,5 Millionen, haben aber eh gewusst, sie brauchen nur 1,5, aber was man hat, hat man. Das Geld war für den Bezirk blockiert, da hast du nichts mehr machen können und somit ist natürlich viel Geld liegen geblieben. Ich bin hergegangen, habe da die Magistrate gesagt, so, was habt ihr da für die Schule, für das? Ihr kriegt maximal 1,5. Dann habe ich es zusammengezuckt und gesagt, nein, das geht nicht, wir brauchen 1,8. Sag ich, wieso das dann 3 voranschlagen? Nein, weil das früher immer so war. Sag ich, das ist jetzt nicht mehr so, bei uns geht es anders. Wir haben wirklich Budgetüberschüsse. Die Betreuung in Simmering derzeit 500 bis 1 Million. Wie ich von meiner Bezirksvorsteherin von der Roten übernommen habe, waren es zwischen 4 und 5 Millionen. Das waren 4 oder 5 Millionen, die untätig in einem Pott gelegen sind und die nicht für die Bevölkerung oder für gewisse Dinge, die im Bezirk umgesetzt gehört hätten, gebraucht wurden. Und somit muss ich dazu sagen, mit den Behörden haben wir jetzt ein gutes Einvernehmen, das funktioniert, die haben auch mitgekriegt, dass niemand mehr überholte Voranschläge machen, sondern die sind relativ genau und durch das konnten wir auch sehr viel Schuldentilgung machen. Wie gesagt, das große Problem ist die Stadträtin, sind die Stadträte überhaupt von den Sozialdemokraten. Ich muss sagen, leider ist er nicht mehr da. Der Einzige, wo ich einen schnellen Termin gekriegt habe, was glaubst du, wer das war? Das war der Häupl. 5 Wochen, 9 Spritzer. Nicht in die 5 Wochen, sondern in 5 Wochen habe ich einen Termin gehabt und beim ersten Treffen hat er gesagt, trink mal einen Kaffee. Dann hat er mich angeschaut und gesagt, nein, trink mal einen Spritzer. Ich habe nicht nur da sagen können, ja, ich will einen Kaffee, sondern nein. Und nach 9 Spritzer haben wir gedacht, boom, am nächsten Morgen, am 9 in der Früh, das ist hart. Das ist sehr hart, ja. Aber wir haben das dann so einigermaßen hinbekommen und das muss ich einem zugute halten. Er hat gesagt, wenn du was brauchst, innerhalb von 5 Tagen kriegst du bei mir einen Termin. Die Frau Simmer hat gesagt, wenn du was brauchst, kriegst du innerhalb von 7 bis 8 Monaten einen Termin. Ja? Nur, dass man den Unterschied weiß. Und es war so, die ersten 2 Jahre
Da haben wir gerade eine Geschichte gehabt mit der Simmerinnen, das war wegen Autobahn und was weiß ich noch alles. Hat sie mich effektiv 8 Monate auf einen Termin warten lassen, dass ich überhaupt eine kann. Wisst ihr, dann oft, ich habe mir gedacht, ich will mich so lange warten lassen, dann ist die Geschichte erledigt, dann sagt, was willst du, es war aber die Geschichte nicht erledigt. Und dann sind wir dort hingefahren, einmal hatte ich sogar Unterstützung mit dem Alfred Krenig, da ist um die Wiener Linien gegangen, da waren wir dort. Ihr müsst euch ja vorstellen, da kommst hier als Bezirksvorsteher mit deinem Verkehrsobmann oder sprich Verkehrsbezirksrat, da sitzt gegenüber den Chef der Wiener Linien, das sind wir, 2 Rechtsanwälte, ja, da machst du den Mund auf und der sagt schon, sie sind verklagt. Ich habe nur noch mal gesagt, um was geht. Ja, das war so, sie wollten hier demonstrieren, was sie für eine Macht haben und dass wir in Wirklichkeit sagen können, was wir wollen. Und das, was mich damals wirklich sehr bedenklich gestimmt hat, wir überreichen ihnen, was waren das, 2.500 oder 3.000 Unterschriften. Damals legen die hin, sie nimmt es, schiebt den Chef der Wiener Linien um und sagt, ich weiß nicht, was du damit anfängst, ich fange nichts an. Ja. Ich meine, da sieht man, wie sie die für die Bevölkerung da sind. Sie sind ganz einfach präpotent, sie sind wirklich präpotent. Es ist ihnen wurscht, was du ihnen bringst vom Bezirk hin und her. Aber wie gesagt, da haben wir die Probleme, die haben wir jetzt noch immer, weil das, was ich von der U-Bahn erzählt habe, das war erst vor einer Woche. Und dann gibt es natürlich noch viele andere Sachen. Ja. Wir haben im Bezirk zum Beispiel ein ganz gutes Team. Wir sind Verkehrssachen, Schulsachen sehr weit voran, alles was Bau betrifft. Meine Leute haben sich wirklich da hineingekniet und haben mit der Materie sich auseinandergesetzt. Und wir haben gesehen, wir tun in einer roten Weih, wir tun in einer wirklich Weih. Ja. Weil das sind die einzigen Herausforderer. Ich weiß nicht, wie weit ihr alle wisst, wie es in Simmering ausschaut, aber Simmering hatte 26 Bezirksräte, die SPÖ 25, dann kamen die Grünen mit 3, die ÖVP mit 3, dann hatten wir damals noch eine Türkenpartei, die hat angehabt, die hat sich dann aufgelöst, die war weg. Und dann war ein Bezirksrat bei uns, der nicht teamfähig war, den ich dann entfernt habe. Und der ist dann als Wildermann da geblieben. Also wenn wir im Bezirk Abstimmungen haben und die SPÖ geht mit, brauche ich niemanden anderen. Aber wenn die SPÖ nicht mitgeht, brauche ich mindestens 3 Parteien, damit wir eine Mehrheit bekommen. Und ich kann euch eins sagen, trotz diesem ganzen Tohuwabohu haben wir in Simmering mindestens 70% unserer Sachen durchgebracht, unsere Anträge durchgebracht. Du musst nicht viel reden und das ist der Unterschied zu den Sozialdemokraten, die haben nie reden brüchen müssen, die haben nie mit irgendeinem diskutieren müssen, weil sie hatten die absolute Mehrheit und konnten im Prinzip alles machen, was sie wollten. Und ja, das war eine Geschichte, wo ich dazu sagen muss, wir haben das jetzt einigermaßen im Griff. Und darum möchte ich auch noch dazu sagen, jetzt wo wir die ganzen Schliche, wo wir genau wissen, was sich da ausspielt, jetzt möchte ich nochmal 5 Jahre Bezirksvorsteher sein, weil jetzt können wir das ganz leicht umsetzen. Die Bevölkerung ist auch dafür, ich sagen, wir sind ja laufend schon im Wahlkampf. Ja. Wenn wir auf der Straße gehen, kommt da jeder, sagt der Stadtrat, du musst weiter Bezirksvorsteher sein. Es kann sein, was will, wir brauchen die, seit du da bist, spürt sich was an. In der Kulturszene, wir haben Maibaum aufstellen, wir haben Sending Simmering, wir haben im Christkindlmarkt, ja. Wir machen tolle Veranstaltungen, wo auch viele von euch, die ich, wenn ich da so reinschaue, sehe, die uns immer wieder im Bezirk besuchen und vorbeikommen. Ja. Es ist ganz einfach toll. Und die Leute danken es einem. Ja? Und wir sind nicht so präpotent und sagen, wir wissen, was für die Simmeringer gut ist, sondern wir sagen, wir hören uns an, was uns die Simmeringer zu sagen haben. Und dann werden wir dementsprechend reagieren. Und Simmering hat wirklich ein tolles Team und ich möchte euch allen jetzt nochmal meinen herzlichsten Dank sagen, dass ihr mich so unterstützt, weil es nicht einer so gut. Wenn ich kein Team hinter mir habe, geht die auch nicht so gut sein. Das war der erste Dank. Ganz cool, Simmering, so ist es ja nicht. Bevor ich zur nächsten Frage komme, möchte ich noch unseren Clubobmann des Wiener Rathauses, den geschäftsführenden Obmann des 22. Bezirks, Toni Maderik, recht herzlich begrüßen. Sowie unseren Bezirksvorsteher, Stellvertreter aus Donaustadt, den Werner Hammer. Wenn wer Lust hat und findet, dass dem Pauli seine Sendung interessant ist, der möge das bitte im Facebook auch ganz fleißig teilen. Ja.